Ich habe einen Schlaganfall gehabt im November 2017. War ein sehr massiver Schlaganfall. Ja, im Anfang, ich war rechtzeitig gelähmt. Gell. Also das Gesicht war in das Augenlicht oder mit den Schließen war das Problem. Gell. Ich muss auch dazu sagen, ich bin im Rollstuhl gewesen und mein Ziel war halt immer vom Rollstuhl rauszukommen, kommen, nicht. Und das hat man sich geistig eingeredet und dadurch ist die Hand wahrscheinlich vernachlässigt geworden. Gell. Ja, ich muss dazu sagen, ich habe auch Botox-Spritzen bekommen für die Hand rein, weil die Spastik sehr stark war dazu. Und wie ich die Therapie bei euch da gemacht habe, dann habe ich keine Botox-Spritze mehr benötigt. Die Finger sind viel lockerer geworden. Nicht? Und ja, also es ist einfach besser geworden. Gell? Das ist man tut das jetzt schwer sagen, ist das besser, das besser. Man merkt so, also das Ankleiden in der Früh, wenn man aufsteht. Früher habe ich eine ganze Stunde gebraucht, jetzt funktioniert das in einer halben Stunde. Gell? Weil es einfach die Motorik einfach schneller geworden ist. Das Tempo ist erhöht geworden dadurch. Nicht? Früher war fast nicht möglich, an die Socken anziehen. Heute merke ich das nicht einmal mehr, wie die anziehe. Es geht so mehr ins Alltag über. Gell. Ich kann den Fuß also praktisch schon gezielt ansteuern und vorne heben. Nicht? Früher ist immer die Ferse mitgegangen und jetzt kann man das Fußgelenk ansteuern. Nicht? Das Zehenkrallen war stark vorhanden. Das heißt, wenn man bloßfußig gegangen ist, wo, haben sich die Zehen immer eingekrallt. Gell. Und ich habe einen Zehenspreizer müssen benutzen und seit ich die Therapie mache, brauche ich den nicht mehr. Gell? Also das ist schon ein sichtlicher Erfolg. Gell? Ja, vom Kopf her merke ich, dass die Konzentration viel länger aufrechterhält. Wenn man einen Zeitungsartikel liest, kann ich den ganzen noch vollziehen nachher. Früher war das nicht möglich. Gell? Aha. Was ist am Anfang gestanden, so auf die Art? Wir müssen nachdenken, jetzt ist es eigentlich vorhanden auch immer nicht. Man macht die Handtherapie und merkt eigentlich, dass der Fuß schneller wird. Gell? Jetzt machen wir die Fußtherapie, merke ich, dass eigentlich die Hand viel besser wird. Gell? Das ist witzig, aber es ist leider so, gell? Oder Gott sei Dank so. Gell? Ich weiß, ich muss am Montag wieder zur Therapie und ich freue mich schon drauf. Nicht?